Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. So, wir müssen jetzt herausfinden, warum diese Kuh da hinten vom Himmel gefallen ist und dabei auch noch einen Mitarbeiter von diesem Steinschlag mitgenommen hat. Beziehungsweise unter sich begraben hat, ist wohl die bessere Bezeichnung. Eieiei. Die Kuh hat Klauenspuren, das sehe ich jetzt schon. Woher stammen diese Klauenspuren? Das muss Emil sein. Die Arbeiter haben ihn erwähnt. Armer Kerl. Hat richtig Pech gehabt. Ja. Tja, wo soll ich anfangen? Ja, Wunden des Arbeiters, stumpfe Verletzungen der Kuh, Bisswunden der Kuh, Stich- und Hiebwunden der Kuh. Ja, wir gehen natürlich alles von oben nach unten durch. Etwas Schweres hat ihn erwischt. Er hat einen Schädelbruch. Ich frag mich, was dieses schwere Objekt sein könnte, Geralt. Wir haben ihn aber erst als Leiche erwischt. Oh, echt? Bei der Leiche erfahre ich weiter nichts. Also haben die Ghule ihn schon so ein bisschen angeknabbert, oder was? Ja, super. Starke Gewebetraumata. Wie nach einem Sturz aus großer Höhe. Und währenddessen konnten wir beobachten, wie ein paar kleinere Partikel durch den Körper der Kuh geflogen sind. Es ist eine Geisterkuh. Der Bauch ist aufgeschlitzt. Kaum Blut, sie war schon tot. Das Herz hat nicht mehr geschlagen. Bisswunden. Klein allerdings. Offenbar von Nekrophagen. Die haben das Fressen sicher sofort gewittert. Stich und Tiefe Klauenspuren. Die Breite deutet auf einen Drakoniden hin. Vermutlich ist es ein Wyvern. Aber die Todesursache sind sie nicht. Okay, also wurde das Viech von einem Drakoniden fallen gelassen? Gezielt auf einen Menschen? Ich meine, es wäre schon ein extrem krasser Zufall, wenn diese Kuh ihn nicht absichtlich erwischt hätte, sondern aus Versehen. Das wäre ein zu krasser Zufall, an den ich nicht glauben möchte. Ich möchte momentan wirklich nicht davon ausgehen. Jetzt aber was hätte der Drakonide davon? Die Kuh ist gestorben, als sie aus großer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Drakonide muss sie fallen gelassen haben. Vermutlich ein junges Exemplar, dem die Kuh zu schwer war. Emil hatte Pech, dass er drunter stand. Das ist aber echt extremes Und Pech. Und dann ist da noch der Kran. Sollen wir uns den auch nochmal genauer angucken, Geralt? Na komm. Kann ich hier zufällig hochklettern? Nicht schade. Hätte ja sein können. Gehen wir halt den etwas längeren Weg. Oh, ups. Da hoch muss ich. Wow. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Ich habe keine Ahnung. Das kriege ich bestimmt kein zweites Mal hin. Erfahre ich von hier aus nichts? Muss ich noch weiter hoch? Ah, da hinten sehe ich schon mal Blut. Blut. Das muss ganz schön gekracht haben. Der Drakonide hat die Kuh fallen gelassen, versucht den Flug zu stabilisieren und sich dabei verletzt. Gut. Ach, das stammt vom Drakoniden. So müsste er einfach zu verfolgen sein. Ja, sehr gut, klar. Die Blutspur sollte mich zu ihm führen. Blut. Das muss ganz schön. Ja, ist ja gut, Geralt. Der Drakonide da hinten sehe ich schon was. Winzige Spur. Ich bin auf der richtigen Fährte. Dabei verletzt. Und wieder mal konnte Geralt mit seinem Talent angeben, zwei Sätze zur gleichen Zeit zu sprechen. Ach ja. So, wo sieht man jetzt, wo es weitergeht? Hier verliert sich die Spur irgendwie. Aber ich habe ja einen kleinen Suchradius. Moment, was ist das? Was ist das? Aha. Sehr gut, sehr gut. Das war eine ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, als ich dachte. War krass, nur von gegen einen Kran fliegen. Ah, ich höre schon etwas, was ein Drakonide sein könnte. Zwei sogar? Ah, nein. Richtig. Ups.
vergorene Maischen. Atomide muss in einer Reihe in der Nähe gefallen haben. Ja, was ein Bastard, Drakonide. Alter, ich dachte, jetzt gehe ich drauf. Oh Gott. Das war knapp. Tschüss. Puh. So, was finden wir hier? Oh. Nicht gut. Dumm. So. Aha, was haben wir denn hier? Notizen des Schuhputzers. Also sage ich dazu, Mr. Tremblay, das ganze Sans Retour-Tal ist überbewertet. Diese Weine und ich fangen lieber gar nicht mit dem Est an. Seit sie diesen Wein in Massenproduktion herstellen, sollten sie ihn Eton nennen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Da er wirklich bessere Tage gesehen hat. Daraufhin sagt er, du hast recht, ich habe den Côté de Blessure auch immer lieber gemocht. Und ehrlich gesagt, und das bleibt bitte unter uns, ziehe ich ihn sogar dem Sangreal vor. Du weißt, das ist der Wein, der der allergnädigsten Herrin und ihrem inneren Kreis vorbehalten ist. Und dann ist es mir, dem einfältigen Dummkopf, einfach herausgerutscht. Ich stimme dir zu, denn nach allem, was mir die Herrin zum Vorkosten gibt, muss ich mir den Mund mit Wodka ausspülen, um den widerlichen Geschmack loszuwerden. Ja, du kannst dir sicherlich denken, dass ich betrunken war, richtig? Einfach so drauf loszureden. Nein, ich hatte meine Stellung bei Hofe überbewertet. Tremblay musste nur ein Wort ins Ohr der Herzogin flüstern und schon saß ich auf der Straße. Dann ist Benoît wieder zum herzoglichen Vorkoster ernannt worden. Ist das zu fassen? Nach dem Skandal mit den Baronessen Nique und Kellin. Und ich, tja, was sollte ich tun? Mir blieb keine andere Wahl, als meine eigenen Tränke herzustellen und zu trinken. Das war schon immer meine große Leidenschaft. Tja, arme Sau, hättest nicht so viel saufen sollen. Da scheint es noch etwas zu geben. Was ist denn da? Er ist auf dem Dach der Brennerei gelandet, hat Lärm und Chaos gemacht und ist weitergezogen. Krankenspur. Hier ist er langgekommen. Wohl zu müde zum Fliegen. Mit anderen Worten, allzu weit kann er nicht gekommen sein. Konnte kaum kriechen. Der müsste jetzt eigentlich hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Oh, hier ist ein zweiter Drakonid. Oh. Ein größerer. Er hat auf den kleineren gewartet, dann sind sie zusammen weggeflogen. Sie müssen etwa Mama oder Papa? Zu verfolgen sein. Der kleinere hat freundlicherweise weitergeblutet. Sie sind zusammen weggeflogen. Wohl zum Nest. Mhm. Ah! Kleine Cutscene. Kommen jetzt etwa die Drachen zu mir rangeflogen? Hier, die Spur. Hier oben war ich schon. Aha. Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Sicher ist sicher. Okay, klettere auf den Hügel, um die Schleimlinge zu erreichen. Ach, es sind echt Schleimlinge. Das weiß Geralt schon. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Super, hier ist ein Schnellreisepunkt. Arg. Ach, hier bin ich doch schon mal gewesen bei der ganzen Schemata-Jagd. Und schon getötet. Vielleicht finde ich jetzt jemanden, der mich bezahlt. Die übrigen sind noch nicht geschlüpft. Ich muss das ganze Nest niederbringen. What the fuck? Ernsthaft? Keine Bombe? Einfach nur ein Fingerschnippen? Okay, Geralt, warum nicht? Beschweren möchte ich mich nicht. Ach krass, deshalb haben die beiden Schleimlinge auch eine Bossleiste gehabt. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Ey krass, jetzt habe ich ernsthaft schon im Vorhinein die Viecher für eine andere Quest erledigt. Das überrascht mich jetzt wirklich. Ja dann, den Hexerauftrag hätten wir schnell abgeschlossen. Okay, was ich dann auf jeden Fall noch machen möchte, ist die beiden Schatzsuchen. Die ich angenommen, aber noch nicht erledigt habe. Und noch mein Weingut besuchen. Oh, lol. Ganz ruhig, Geralt. Oh, ganz ruhig. Das wäre tödlich gewesen. Aber das hier nicht. Bäm.
So. Perfekt. Ja. Dann gucke ich mal, was noch die Schatzsuchen für mich bereithalten. Wahrscheinlich nichts Besseres als das, was ich eh schon als Ausrüstung trage. Sowohl Waffen- als auch rüstungstechnisch. Dürfte sich da nicht allzu viel ändern in nächster Zeit, denke ich. Und? Weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Weil es die Beute von einem fliegenden Viech gewesen ist. Ja, ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal, wieso ist die Kuh denn gefallen? Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen, für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung, aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Hier, nimm es. Ist in Ordnung. Und danke, Meister. So. Das wäre jetzt schon krass gewesen, wenn ich ihm noch einen Aufschlag für die Schleimlinge angerechnet hätte. Tja. Aber konnte ja auch keiner ahnen. Was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emils Witwe eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit, zack, zack. Ich glaube, dass immer noch was faul ist. Was ist mit den Baumeistern, die Statue zusammensetzen sollten? Vor 3 Tagen sollten sie in Ardaiso sein und kein Zeichen von ihnen. Sie sind auch erschlagen worden, ich weiß es. Oder gefressen. Oder Heuschrecken haben sie erwischt, wie in Sirikanien. Was soll denn dieser Mist jetzt? Der Architekt hat geschrieben, dass sie sich wegen einer Marmorlieferung aus Metina um eine Woche verspäten. Für den Bart des Propheten. Also haltet jetzt das Maul und fangt an zu arbeiten. Ich glaube, du musst dir neue Arbeiter suchen, die hier sind scheiße faul. Ach, das hat's jetzt echt gebracht? Ach. Gehen wir ein Stück, was soll das heißen? Heißt das etwa, die Quest ist noch nicht zu Ende? Ich muss zugeben, das war gelogen. Aber ich kann mir nicht noch eine Panik leisten. Die Baumeister sind wirklich verschwunden. Komm später zu mir, dann erzähle ich dir die Einzelheiten. Ach, die Quest ist noch nicht vorbei. Verdammt, das wäre ja auch zu schön gewesen. Sprich mit dem Vorarbeiter. Ja. Haben wir was? Rinder waren. Ach so, jetzt kommt die Folgequest. Große Fußstapfen. Aha. Ja, erst einmal muss ich meine Rüstung reparieren. So, sollte reichen fürs Erste. Na super, dann sag mal an. Was ist denn jetzt schon wieder? Und Meister, was macht die Suche nach den Baumeistern? Du hast mir darüber noch nicht genug gesagt. Du hast doch gesagt, ich sollte noch zu dir kommen wegen den Einzelheiten. What the fuck? Hast du das schon vergessen? Sie sind verschwunden? Was soll das heißen? Was es eben heißt. Verschwunden mit reichlich Vorräten, die ich bestellt hatte. Über 1 Dutzend Wagen erreichten den Bauplatz, doch 5 sind unterwegs verloren gegangen. Autsch. Mit ihnen Werkzeug, Nahrung, Baumaterial und vor allem die Spezialisten, die wir brauchen, darunter auch der Oberarchitekt. Ich habe dem Architekten geschrieben, dass der Steinbruch bereit ist und er neue Pläne schicken soll. Aber der Vorarbeiter sagt, der Architekt sei schon hier in Ardaiso und das heißt... Dass er auch verschwunden ist, ich verstehe. Ich sehe mich mal um. Meister, ja. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Doch bitte beeile dich. Ohne diese 5 Wagen können wir unser Werk einfach nicht vollenden. Gut. Auf den Spuren des heiligen Majoran, an Orten, die auf der Karte mit Stern markiert sind, stecken Transporte mit Baumaterial und Fachleuten für Majorans Statue in Schwierigkeiten. Ah, hilf ihnen und sieh zu, wie ein Weltwunder errichtet wird. Davon haben wir doch schon 2. Schon wieder verloren. 2 von 5, ah. Davon habe ich doch schon ein paar gefunden. Auf meinen Wegen durch die ganzen Fragezeichen von Toussaint. Ah, geil, okay. Da habe ich jetzt quasi für die Quest schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Alles klar. Ja, aber okay. Krass, 3 weitere noch? Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, es gäbe nur noch höchstens einen dritten. Hm.
Ja, gut. Dann schauen wir uns mal um. Besuche den Bauplatz. Falls es dort einen Schnellreisepunkt gibt. In der Nähe. Ja, gibt es tatsächlich. Denkmal des Propheten. Obwohl das Denkmal noch nicht fertig ist, wird dieser Schnellreisepunkt schon danach benannt. Ein bisschen voreilig. Lasst uns nicht allzu schnell jetzt damit sein, ja? Wir müssen das jetzt nicht rushen. Aber wir werden mal eben das optionale Ziel erfüllen und den Bauplatz besuchen. Was? Hat mich da etwa jemand des Mordes bezichtigt? Wer wagt es? Wer könnte es wagen, mich einer so niederträchtigen Tat zu beschuldigen? Ja, toll. Was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts, wie es aussieht. Toll. Ganz toll. Ah. Okay, der nächstbeste, der meine Hilfe braucht, ist offensichtlich nicht allzu weit entfernt. Das ist schon mal gut. Sind das viele. Die Alter. Junge. Alter. Was geht mit euch? So, ab mit dem Kopf. Ha, geil. Der hat den Pfeil schön seinem Kollegen reingejagt. So etwas mag ich. So. Oh. Kerle mit den Schildern gehen mir am meisten. Ernsthaft? Der hat meinen schweren Schlag unterbrochen, der scheiß Bogenschütze. Gibt's ja gar nicht. Diese Fernkämpfer heutzutage. So, sehr gut. Okay, jetzt. Alter. Jetzt reicht's. Was war mit dem Gelobt sei Prof... Shit. Natürlich muss es hier noch einen weiteren Gegner mit Schild geben. Ah. Das würde ich gerne sehen. Ja, so viel dazu, ne? Kleiner Augenblick. Moment. Erstmal alles in Seelenruhe plündern hier. Das hat natürlich Priorität hier. Das nennt man Profitmaximierung. So. Na dann, Kollege. Jetzt kann ich dich befreien. Was soll denn das? Was wollten Sie klauen? Einen Hammer? Einen Felsbrocken? Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. So. Wie viel von der Statue ist jetzt noch hinzugefügt worden? Das sehe ich bestimmt gleich. Ja, ja, ein bisschen ist es mehr geworden, kleines bisschen. Na gut, 258. Alles klar. Schön, dass Geralt auch dieses Bauwerk vom Friedhof aus bewundert. Hm. Ist dieser Majoran quasi eine Art religiöses Sinnbild für Toussaint? So Martin Luther mäßig? Keine Ahnung. Dann schauen wir mal, der vierte Bauarbeiter, was der jetzt hier verkackt hat. Verdammt! Was zur Hölle? Die werden ja schon angegriffen, geil!
Ich habe hier Verbündete, ey. Das kam jetzt überraschend, muss ich zugeben. Da habe ich nicht mit gerechnet. Wie war das? Töte mich, damit kann ich dienen. So, komm schon. Weil. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, wenn der nicht mindestens innerhalb von Sekunden gestorben wäre, dann hätte ich ernsthaft an unserem Schadensoutput gezweifelt. Danke, guter Mann. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Der einzig wahre. Vorname berühmter, Nachname Hexer. Man braucht mich dort dringend. Ja, ich weiß. Hopp, hopp an die Arbeit. Das war jetzt der vorletzte. Einen Tag später, ja natürlich. Und ich krieg noch nicht mal die Leichen geplündert. Super. Ja, Geralt, guck mal rüber bitte. Ah, sieht doch schon sehr viel besser aus. Sehr schön. Ja. Ein Arbeiter fehlt noch. Ah nee, ich kann sie doch noch plündern. Perfekt. Ja, dann habe ich natürlich nichts weiter gesagt. Boah, die haben aber eine Menge Obst und was zu essen dabei. Nicht übel. Naja, Alkohol hätte ich eigentlich sagen müssen. Sehr viel zu essen und Alkohol. Ist ja klar. So, der letzte Bauarbeiter benötigt meine Hilfe. Plätze! Los, los! Okay. Für so eine Strecke benutze ich dann lieber das Pferd. Ich scheiße jetzt auf das, was mir die Dingens sagt, die gepunktete Linie. Der direkte Weg ist immer der kürzeste, für gewöhnlich. Es sei denn, dieser Ort hier ist jetzt mit riesigen... Upsala, Moment. Hoppala. Entschuldigt, ich musste eben unterbrechen. Was ich sagen wollte, es sei denn, dieser Ort ist mit riesigen Mauern versehen. Oder von riesigen Mauern umgeben, besser gesagt. Okay. Shit, falsch abgebogen. Hey, Kumpel! Was willst du von mir, hä? Was ich sagen wollte, ja, der Ort ist entweder von riesigen Mauern umgeben oder er ist auf einem etwas höher gelegenen kleinen Plateau, sodass ich mit meinem Pferd da halt nicht umher runterkomme. Sowas halt. Ach nö. Langsam. Auf der anderen Seite oder was? Und es ist hier auch noch ein versteckter Schatz in der Nähe. Ja gut, da kann ich natürlich nicht widerstehen, ne? Kann ich einfach nicht. Ah, da sehe ich doch schon was. Logbuch des Kapitäns. Lesen wir das mal hier unter Wasser. Das Tagebuch ist völlig durchweicht und nur noch wenige Einträge sind leserlich. Beelhaven, 23. Tag im Dienst. Nichts geht mir Ärger auf den Geist als Landratten, die sich für den Größten halten. Doch Graf Jean-Joël Baillard... So lässt der dreiste Drecksack sich von mir anreden, konnte mich ein wenig besänftigen, indem er einen ordentlichen Beutel voller nilfgaardischer Kronen auf den Tisch warf. Sein Gefolge belud das Schiff mit Paketen und hiefte dann diesen riesigen Käfig an Bord, der mit Segeltuch bedeckt ist. Graf Bouliac sagte, dass darin sei eines dieser berühmten gestreiften Pferde aus Sangebar, ein Geschenk für Herzogin Henrietta. Ui, ein schönes Zebra. Schön. Route von Beelhaven nach Beauclair, 24. Tag im Dienst.
Wir hatten mit diesem sangebarischen Gaul nichts als Ärger. Er knabbert am Deck, als wäre er nicht bei Trost. Außerdem müssen wir aufpassen, dass die Plane fest auf dem Käfig liegt, da die Kreatur so empfindlich gegen Sonnenlicht ist wie ein Vampir. Was soll die Herzogin mit einem gestreiften Pferd, das sie nur nächtens reiten kann? Diese Aristokraten soll einer verstehen. Route von Belhaven nach Beauclair, 25. Tag im Dienst. Potztausend, donnernde Seeteufel! In dem Käfig war kein Pferd, sondern ein verfluchter Glumar. Diese zu groß geratene Ratte hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff zum Kentern gebracht und sich ins Flussbett eingegraben. Dieser Idiot fiel auf die Knie und flehte mich an zu helfen, das Monster zu fangen. Er gab mir einen Schlüssel zu der Truhe mit Juwelen, die er die ganze Fahrt über bewacht hatte, und schwor, der Schatz solle mir gehören, wenn ich die Bestie dingfest mache. Am liebsten würde ich mir einen dicken Prügel schnappen, ihm das Ding über die Birne ziehen und mir die Truhe jetzt gleich greifen. Aber da ich ja kein verschissener Pirat bin, ich sammle die Männer, die den Untergang überlebt haben, und dann versuchen wir gemeinsam, das Monster in unseren Netzen zu fangen. Der Graf behauptet, irgendeinen Trick zu kennen, wie man sich an das Viech ranpirschen kann. Worum ging es noch gleich? Finde die Schatztruhe. Aus irgendeinem Grund kann ich das hier nicht plündern. Ich habe keine Ahnung. Naja, allzu lange sollte ich mich hier eh nicht mehr aufhalten. Unter Wasser. Komm schon, danke Geralt. Ich wollte schon sagen, da wirst du doch wohl noch drunter durchschwimmen können. Na super. War ja klar, dass ich in die Höhle rein muss für die Quest. Eieieiei. Ach, Gott sei Dank. So, was ist das denn jetzt hier für eine Höhle? Jo! Alter, aber sonst geht's dir noch gut. Holy shit. Yikes. Ernsthaft? Der ist nicht umgekippt. Alter, ja, ist ja gut. Was geht mir dir ab, du Drecksvieh? Hab ich's erwischt? Ja. Sehr gut. Schnell. Oh, shit. Hat nicht ganz funktioniert. Schade. Fuck. Was macht er jetzt? Ja, ist ja gut. Ganz toll. Du kannst mit Steinen schmeißen. Alter. Ah, sehr gut. Ist wieder gegen irgendetwas geknallt. Doch, geschieht dir recht. Was für ein krass aggressives Viech. Chill dir auch mal dein Leben. Himmelarsche, ey. Was haben wir hier? Ordentlich Zeug. Sehr schön. So mag ich das. Okay, was haben wir denn hier? Färbemittel, Grüngold, Bernsteinkette? Soll mich nicht stören, das in mein Inventar aufzunehmen. Oh, was haben wir denn hier? Silber, sehr schön. Was haben wir hier? Na, da ist doch schon die Schatztruhe, sehr gut. Sehr schön. So gefällt mir das. Schöne, kleine, fixe Schatzsuche. Beschädigtes Tagebuch. Chaotisch geführtes Tagebuch mit zahlreichen Tintenflecken und ohne Daten. Was zum Teufel ist in mich gefahren? Wie komme ich bloß dazu, in Gegenwart der allergnädigsten Herrin eine Ballade von Rittersporn anzustimmen? Ach, auf so dämliche Art in Ungnade zu fallen. Ich, ein junger, ambitionierter Politiker mit brillanten Aussichten am Herzogshof. Jetzt wegen meiner Dummheit verbannt. Ich muss eine Möglichkeit finden, die Gnade der Herzogin zu erflehen. Angeblich hat der Kaiser ihr ein sehr merkwürdiges Geschenk gemacht. Ein Glumar. Mit dem müsse sich die Ritter beim Turnier messen. Wenn ich der allergnädigsten Herrin nur ein ähnliches Geschenk darbieten würde. Unvorstellbar, die Götter lächeln mir zu. Ich habe in Belhaven einen Hexer getroffen, der bereit ist, mit mir einen jungen Glumar zu fangen. Natürlich verlangt er ein Vermögen dafür. Aber ich bin zu allem bereit, um die Gunst der Herzogin zurückzugewinnen. Der Hexer hat eine Anzahlung angenommen und ist zu den Amelbergen aufgebrochen.
Ich habe ihn geschafft. Mit einem Geschenk, das eines Kaisers würdig ist, kann ich endlich ins Herzogtum zurückkehren und auf Vergebung hoffen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Glumar sicher nach Beauclair transportieren kann. Ich habe mein Gefolge versammelt und das gute Schiff Susanne bestiegen. Bei günstigen Strömungen werden wir in nur 3 Tagen in der Hauptstadt sein. Und das ist hier richtig schief gegangen, wie es aussieht. Tja. Schema Tarell, aha. Ja, sehr schön. Ah, jetzt muss ich die Quest wieder umschalten. Nein! Oh Gottes Willen, keine Level 48er Quest jetzt. Schande. Das war doch eine Nebenquest, ich Depp. Oder? Große Fußstapfen, ach, okay. Die ist für Level 40. Schande. So eine Quest wollte ich eigentlich nicht machen. Ach, egal. Es ist eine Folgequest und ich habe die jetzt eh schon zu 4/5 abgeschlossen. Von daher mache ich die jetzt auch zu Ende. Komm, Geralt. Du läufst jetzt quasi schon da hoch. Da kannst du jetzt auch ein bisschen springen hier. Komm schon. Ach. Ach, Geralt. Mensch. Versuche es doch wenigstens. So. Meine Güte. Kleiner Geralt. Okay, aber wisst ihr was, Leute? Die Zeit für diesen Part ist schon vorbei. Von daher würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich kann ich euch auch zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine begrüßen. Wo wir diese Quest, die zwei restlichen Schatzsuchen erledigen werden. Und danach... hoffentlich noch im nächsten Part bin ich in der Lage, die Hauptquest weiterzumachen. Ich bin jetzt echt gespannt darauf, wie es weitergehen wird. Puh, also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.